So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com. Und im heutigen Video spreche ich mit Sabina Sascha. Hallo, guten Morgen, Sabina. Ja, hallo, guten Morgen, Shalia. Wir beide sind sehr gut gelaunt, wie ich gerade festgestellt habe, auch wenn Sabine gerade über eine Erkältung gerade drüber kommt und die Stimme nicht ganz so mega kräftig ist. Aber wir machen heute eine Kundenstimme und wir haben gerade im Vorgespräch darüber uns ein bisschen unterhalten. Das ist eine so schöne Gelegenheit bei uns beiden, Sabina, weil wir blicken auf zwei separate Punkte der Zusammenarbeit zurück. Sabina hat nämlich bei mir zweimal einen sogenannten Shift-VIP-Halbtag gebucht. Und das in einem Jahr, im nächsten Jahr? Oder wie viel Abstand lag dazwischen, Sabina? Ich weiß es gar nicht einmal. Letztes Jahr und vorletztes Jahr. Also da war keine Pause drin. Ja, sehr gut. Also, wir sind einfach übergegangen. Und dann, wir dürfen einfach auch auf diese zwei verschiedene Ausgangssituationen, zwei verschiedene Sachen, an die Sabine gearbeitet hat. Und auch, wir können schauen, wie ist das verlaufen, was ist seitdem passiert. Weil da liegt einfach Space dazwischen. Und das ist einfach eine schöne Gelegenheit zu sprechen. Sabine, magst du dich, weil ich kenne dich in- und auswendig, aber die anderen kennen dich vielleicht in deiner Arbeit noch nicht. Wer bist du? Wo lebst du? Was machst du in deinem Business? Ja, also Sabine Zasche ist mein Name und ich wohne und arbeite in der Nähe von Köln, wunderschön, mitten auf dem Kuhdorf, am Land, in der Eifel. Und mit meinem Unternehmen Raum für Bewusstsein gebe ich Massageausbildung in ganzheitlicher Massage und in Rebalancing Körpertherapie. Wo ich Menschen begleite, letztlich von dieser ganzheitlichen Ausbildung, Massageausbildung bis hin zum erfüllenden Massageberuf. Das ist etwas, was ich total gerne tue. Das ist eine meiner liebsten Beschäftigungen. Ja, genau. Ja. Ja, und du lernst es nicht nur gern anderen, Sabine, sondern ich weiß es noch heute. Ich glaube, das erste Mal, als du das Intake-Formular ausgefüllt hast im Rahmen der Zusammenarbeit, da ist eine Frage drin, wer bist du, was liebst du außerhalb von deinem Business? Und du hast geschrieben, ich liebe es, massiert zu werden. Und ich dachte, ja, das haben wir gemeinsam, das könnte ich den ganzen Tag machen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass für viele Menschen da draußen das Massage als Beruf ein wahnsinnig spannender Möglichkeit ist. Und das siehst du auch innerhalb von deinen Ausbildungen. Nur für die Leute da draußen, wie lange geht diese Ausbildung? Wie viele Leute sind für gewöhnlich in einem Abschnitt dabei, dass sie einfach mal ein Gefühl entwickeln? Also das große Ganze ist eine körpertherapeutische Ausbildung, Rebalancing, Körpertherapie-Ausbildung heißt das Ganze. Und das ist eine dreistufige Ausbildung. Das Tolle bei mir ist halt, dass man das so in kleinen Schritten machen kann und schon nach einem kleinen Schritt ein Abschlusszertifikat hat und dann loslegen kann, weil meine Mission ist es ja, dass meine Schüler dann ihr erfolgreiches Business auf die Füße stellen. Und und so kann man dann halt auch schon in kleinen Schritten gehen. Und und die Besonderheit, das ist ja das, was wir zusammen ausgearbeitet haben, ist, dass es halt nicht nur offline ist, seit 2018, sondern auch online. Also das normalerweise, wenn man eine Ausbildung macht, ja, dann hat man, wie bei mir jetzt Stufe 1, Teil 1, zweimal 5 Tage. Und dann ist man euphorisiert und hat mega Vorsätze, ja, und dann ist die Ausbildung vorbei und in der Zwischenzeit versandet einfach vieles. Ja. Und naja, und bei mir, ich fange das halt auf mit Online-Einzelsitzungen, Online-Gruppentreffen, ja. Ja, genau. Ja, überhaupt bist du sehr online affin, Sabine, und da kommen wir auf jeden Fall darauf zurück, weil das Thema Online im Business hat zwei Facetten für Dienstleister für gewöhnlich. Das eine ist,
dass man, egal ob man ein Online- oder ein Offline-Geschäft hat, vielleicht sich online vermarktet auf verschiedenste Wege. Und da bist du schon voll unterwegs zu mir gekommen auf diese Schiene. Und das andere, die andere Seite oder die andere Säule vom Online-Business ist, dass man auch Komponenten entweder ganz oder in Teilen von seinem Offline-Business online bringt und auch ausliefert. Und was ich auch noch erwähnenswert finde bei dir, Sabine, bevor wir so richtig einsteigen in die Stimme, Kundenstimme, ist, dass du einerseits diese Expertise, Massage Rebalancing mit deinen Kunden machst, aber auch diese Seite Business. Wie baue ich eine Praxis auf? Was muss ich beachten? Wie kriege ich meine Praxis gefühlt? Also diese holistische Betrachtung auf diesen Traumberuf Massage, richtig? Ja, genau. Ja, das ist das, was mir damals in meinem Business einfach, oder nee, in meinen Ausbildungen gefehlt hat, Business-Schulung. Und ja, und ich finde das einfach enorm wichtig, weil das ist so ein wertvoller Beruf, Massagearbeit, Gesundheitsarbeit, den Menschen wirklich zu helfen, in die eigene Kraft zu finden. Und die meisten haben das einfach nicht gelernt, wie sie dann ihr Business auf die Füße stellen. Mhm. Und das ist so, so wichtig, ja, dass es einfach Teil dessen ist. Ja, ja, absolut, absolut. Und das können Sie gut von dir lernen. Jetzt drehen wir die Zeit zurück. So was wie auf Englisch würden wir sagen, rewind the time, all the way back zu 2017, wo wir das erste Mal begonnen haben. Kannst du dich überhaupt noch erinnern, womit bist du in das Coaching gekommen? Was war deine Ausgangssituation? Was wolltest du erreichen und erarbeiten gemeinsam? Ja, ich kann mich gut erinnern. Ich war ja schon gut aufgestellt, wie du gesagt hast. Ne? Super Website, ich war schon online aktiv. Ich hatte Online-Kurse gemacht, die mir sehr geholfen haben. Und dann hatte ich eine Idee und ich wollte mein Business einfach noch toller machen, also für meine Schüler. Ich wollte, dass die einfach leichter noch ihre Ziele erreichen. Und dann hatte ich mir da was ausgedacht, mit Hilfe auch von einem Online-Kurs. Und ja, und dann stand ich auf einmal da und ich bin so eine, ich brauche dieses 1:1, ne? Also dieses wirklich, dass da jemand ist, der mir da die Unterstützung gibt. Und dann bin ich wirklich auf die Suche gegangen, Shelja, ne? Dann bin ich richtig auf die Suche gegangen und da bin ich dann so auf dich gekommen. Und ja, also ich hatte ganz viel und wusste aber jetzt nicht, wie mache ich das? Ja, und ist das so okay oder ist es so okay? Da war so viel Unsicherheit einfach, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Ne? Ja. Ich hatte unendlich viele Fragen, also da erinnere ich mich noch. Ich hatte mich ja sehr gut vorbereitet und habe dich gelöchert. Und hast du das? Ja, das ist mein Gefühl, ja. Also ich hatte das Gefühl, ich glaube, wir saßen hier sogar im Büro das erste Mal, wo mein Tisch noch drüben stand. Und ich kann mich erinnern, du bist sehr, sehr gut vorbereitet gekommen, mit ganz vielen Ideen für deine Programme. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Stufen noch nicht, oder? Diese stufenweise Entwicklung. Wir haben das erarbeitet. Ist das richtig? Also die Stufen, die gab es schon. Ja. Die dreistufige Ausbildung, die gab es schon, aber wir haben das, wie war das denn? Naja, ach so, wir haben das im Zusammenhang mit diesem neuen Konzept, mit diesen Online-Dingen und auch mit der Preisgestaltung. Genau. Das war mir auch eine Riesenhilfe unter anderem. Und da haben wir diese Stufen nochmal auseinandergenommen. Und, ja. Genau. Neu strukturiert, genau. Deswegen, mir kam es nicht vor wie Puzzle, wie Löcher im Bauch bohren, sondern wie Puzzle gemeinsam, weil wir haben Dinge neu sortiert und vor allem, genau, es stand beim ersten Mal vor allem in den Vordergrund der Preisgestaltung für dieses sehr wertige System,
wie das aufeinander aufbaut, wie das buchbar ist. Und du hattest auch eine neue Umsatzziele, glaube ich, im Blick, auch zusammenhergehend mit deinem Business. Und ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Sabine, aber dann bist du auf deinen Weg gegangen. Wir hatten den Follow-up-Call und du hast, glaube ich, alles haargenau umgesetzt, wie wir das besprochen haben. Und zwar in meiner Erinnerung hast du das aufgezeichnet via Audio. Kannst du dich erinnern, was da passiert ist? Erzähl du mal. Ja, also ich war so froh, dass ich das aufnehmen konnte, weil wir haben wirklich so viel zusammen erarbeitet, das hätte ich gar nicht behalten können. Und ich habe das aufgezeichnet und ich habe das wirklich ganz, ganz oft gehört und ich habe das einfach wie so abgearbeitet, diese ganzen Inhalte. Das war so reichhaltig, was ich da für mich mitgenommen habe und gelernt habe. Ich glaube, ich habe da dann bis zur nächsten Sitzung, ein Jahr später, habe ich daran gearbeitet. Ne? Ja. Ja, genau. Ja. 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 Und dann hat sie sich gemeldet. Und ich weiß nicht, wie der genaue Wortlaut war in der E-Mail. Sie ist sowas wie, okay, Shalia, alles, was wir geplant haben, habe ich umgesetzt. Alle Ziele habe ich erreicht. Jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen. Und vielleicht magst du erläutern, was dann im zweiten Schritt so war. Ja, genau. Erstmal, also nochmal zu dem ersten Schritt. Ja, ich hatte das wirklich alles umgesetzt und das viel Tollere ist, dass es wirklich alles funktioniert hat und geklappt hat. Ja. Und dass das meinem Business einfach einen enormen Schub gegeben hat. Also, und am meisten freue ich mich darüber. Ich meine, ich mache das ja schon seit 1994, also bin ich mit dieser Arbeit unterwegs. Und ja, ich habe dann in 2018 gesehen, erstmal waren meine Kurse ausgebucht, schon weit im Voraus. Und ich habe gesehen, wie schnell meine Schüler ihre Ziele mit diesem Konzept erreicht haben, dass mir manchmal schwindelig geworden ist. Ja? Ja. Und das war ja genau das, was ich erreichen wollte. Ne? Ja. Genau. Ja. Ja, da das ist gut, dass du da nochmal anhalt, Sabine, weil viele reden da draußen über Premium-Angebote oder hochwertige Pakete. Aber auch, jetzt kann ich mich auch erinnern, worauf wir auch fokussiert haben, ist, was ist die Transformation für die Kunden? Wo stehen sie, wenn sie in die Stufe reinkommen? Was haben sie, bis sie wieder rauskommen? Was tut man dazwischen, damit das wirklich auch erreicht werden kann für jeden oder so viele Leute wie möglich? Und nicht nur einen hohen Preis dran zu kleben, sondern wirklich alles im Interesse von den Kunden, von den Kursteilnehmern so auszurichten, dass sie rausgehen und sagen, ja, ich hätte das Doppelte dafür gezahlt, weil es mich wirklich in riesigen Schritten vorangebracht hat. Und das ist für mich ein hohen Wert und das ist für dich ein hohen Wert. Insofern hat es wunderbar gepasst und ich bin froh, dass du das noch herausstellst. Ja, 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 weil ich finde das wichtig. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, 2018, was war dann als nächster Jahr? 2018, ja, dann... dann hatte ich das alles umgesetzt und dann ist mir fast ein bisschen schwindelig geworden, dass das wirklich alles so ja, sich realisiert. Ich habe so gemerkt, wie, naja, das, was ich auch meinen Schülern erzähle, ja, dass die größte Angst eigentlich nicht vor dem Misserfolg ist, sondern wirklich in der Größe zu sein und damit zu stehen. Ne? Ja. Genau. Und für mich war das erstmal wichtig, mit dir das durchzugehen, dir das zu erzählen, was passiert ist. Also für mich ist es so hilfreich, jemanden zu haben in dir. Und ich rede gar nicht gehabt zu haben, weil ich habe dich immer noch. Ne? genau. Das heißt, da bin ich auch sehr froh drüber. Ja, dass ich da so eine Rückendeckung habe, ne? Also wo ich das dann erzählen konnte, was war. Und dann ging es jetzt halt weiter zu gucken,
wie gehe ich da jetzt mit? Und mein Wunsch war ja halt auch, einen Online-Kurs zu gestalten. Ja. Und das Allerwichtigste für mich ist aber, genauso wie ich möchte, dass meine Schüler ihre Ziele erreichen, ist mein Ziel, sehr, sehr gut für mich zu sorgen. Ja. Also für mich steht im Vordergrund, dass ich entspannt bin, in Balance bin, dass ich immer mehr lerne, noch mehr Arbeit abzugeben. Ja, genau, das war ja auch ein Faktor, was wir davor erarbeitet hatten, ja, wo ich auch schon mir ein Team aufgebaut habe. Und da haben wir hingeguckt auch unter dem Motto Selbstfürsorge. Wie geht's mit dem Business weiter? Ja. Und da, liebe Shelia, da bist du mir so eine Unterstützung. Das habe ich auch noch nie so erlebt, ne? Also bei einem Coach. Dass es wirklich einfach so ein ganzheitliches Unterstützen ist und immer wieder Raum zu bekommen, dass ich aus dem Inneren schaue, was ist mein nächster Schritt. Das ist letztlich genauso, wie ich im Rebalancing mit meinen Klienten arbeite. Ja, so arbeitest du als Coach mit mir. Und das hat mir in der zweiten Runde sehr, sehr geholfen. Auch im Hinblick, wie mache ich das jetzt? Mache ich einen Online-Kurs oder mache ich vielleicht was ganz anderes? Ja, so was entspricht meinem Ziel. Ne? Ja. Ja, genau. Das ist so wichtig, dass du, was du sagst, Sabine. Für mich war auch in der Vergangenheit die Idee vom Wachstum in meinem Unternehmen immer auch mit ein bisschen Angst geschnürt zusammen, weil ich immer die Vorstellung hatte, Wachstum heißt, zu erfolgreich werden und dann für mich nicht sorgen können oder auszubrennen oder was auch immer wir alles in der Vergangenheit erlebt haben und die wir mit uns schleppen quasi in unsere Vorstellung für die Zukunft. Und dort festzustellen, dass das gar nicht sein muss, dass man, wenn man bewusst und achtsam sein Business aufbaut, wenn man sich zurückbesinnt auf was wichtig ist, und das kann unter Umständen auch manchmal sein, dass das Tempo nicht so schnell ist, wie man ursprünglich gedacht hat. Oder dass man ein Team reinbringt und neue Leute fördert und an Stellen bringt. Es kann so viele unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Und wie das im Endeffekt aussieht, ist, kann ja nur von innen heraus entstehen. Weil jeder kommt als Individuum mit anderen Rahmenbedingungen und auch mit anderer innerer Weisheit. Und wer bin ich, dazustehen und zu sagen, so sieht entspannter Wachstum aus? Das wäre unmöglich, sondern einfach neben dir zu stehen und mit dir in die gleiche Richtung zu schauen und zu gucken, was können vier Augen besser sehen als zwei, und nicht die Liebe, die Freude, die Entspannung auf dem Weg zu vernachlässigen, zu vergessen, sondern diese hochzuheben auf einen Ehrenplatz und zu sagen, schau, die sind die ganze Zeit dabei. Wie sieht es dann aus, wenn wir das Business nach vorne entwickeln? Oder wie hast du das empfunden? Ja, klar. Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich weniger mache, wenn ich langsamer werde, dann wächst es leichter. Ich habe immer dieses Bild von, manchmal bin ich ungeduldig, dann möchte ich, dass das schneller geht, und dann ist das wie so, als wenn ich am Gras ziehe. Ja. Und das Gras wächst viel entspannter, wenn ich dann nicht so viel dran rumziehe oder es vielleicht noch ausreiße. Ne? Also ja, genau. Und da hatte ich das Gefühl, da hast du mich im Coaching immer wieder dran erinnert. Ne? Und das ist so wichtig oder so hilfreich. Gerade denke ich, wenn man mit Menschen arbeitet, ich kann es gut bei jemand anderem sehen oder da Unterstützung geben. Ja, und ich brauche es genauso. Ne? Yeah. Ja, ich brauche das genauso. Und
da hast du mir immer wieder so eine Entschleunigung gegeben oder geholfen, ne? Da zu gucken, ist es das wirklich, ne? Oder wie ist es stimmiger und dann Raum zu bekommen, wirklich nachzufühlen. Und wir sprechen im Rebalancing von Körperintelligenz oder der inneren Weisheit, dann einfach Raum zu geben. Ja. Und dieses ganzheitliche Arbeiten, dieses ganzheitliche Coaching, was du da machst, das entspricht mir einfach voll. Und ja. Und ich bin froh, dass du das ansprichst, Sabine, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen da draußen, sie haben Angst, wenn sie entspannt werden, dass ihr Erfolg nachlässt. Und ich meine, man sieht es bei dir, du bist wirklich eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Deine Umsätze wachsen von Jahr zu Jahr, dein Gewinn wächst von Jahr zu Jahr. Deine Teilnehmer werden immer mehr, sie haben bessere Ergebnisse. Und doch achtest du einfach bei dir zu bleiben. Und das ist absolut möglich und das ist nicht eine kausale Zusammenhang, dass du entspannter bist, dass du mehr gehen die Geschäfte zurück. Nein, im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Meine Entspannung ist hoch und mein Geschäft geht auch hoch mit. Die hängen überhaupt nicht zusammen. Ja, das ist ein sehr ermutigender Blick und Aussage von dir. Ja. Also ich mache wirklich immer wieder die Erfahrung, wenn ich in die Entspannung gehe, wenn ich mich zurücklehne, wenn ich etwas nicht zu sehr will und einfach gucke, dass es mir gut geht, dass ich in meiner Freude bin, ja, dass ich dann passieren die Dinge. Ne? Das heißt nicht, dass man sich zurücklehnt und es kommt schon. Ne? Natürlich ist es wichtig zu säen und an den richtigen Stellen etwas zu tun und sich auch unterstützen zu lassen. Aber dann ist es genauso wichtig, auch nichts zu tun. Ja, genau. Ja, absolut. Dieser Balance, das Wort, was für mich das Gesamte sehr verkörpert, ist das Wort Unternehmergeist. Mhm. Und der hat zwei Teile in sich. Der Unternehmer, der tut Sachen. Das ist natürlich der Fall. Es entsteht nichts in der Welt, ohne da ein bisschen hinzugeben. Energie entsteht, wo man Energie schenkt auch. Und gleichzeitig dieser Geist, irgendwie so dieses Empfangen über die körperliche Intelligenz, die innere Weisheit, wie auch immer man das nennen möchte. Und diese beiden Dinge im Einklang und dieser elegante Tanz, wenn sie zusammen sein dürfen im Business. Das finde ich total schön. Ja. Sabine, es gibt einige Leute da draußen, die hören heute diese Kundenstimme. Sie lassen sich von deiner Story inspirieren. Und sie denken über eine engere Zusammenarbeit mit mir nach, aber sie sind sich noch nicht ganz sicher, dass sie auf den Knopf drücken für eine virtuelle Kaffeepause. Was würdest du den Personen sagen, die da noch überlegen? Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, was ich eben gesagt habe mit der Größe. Also wer auch immer das ist und da jetzt überlegt, ist es wirklich, möchte ich so sagen, stell dir die Frage, möchtest du wirklich in deiner Größe sein? Mhm. Möchtest du deine Vision, deinen Herzenswunsch, möchtest du den erreichen? Mhm. Ja. Und wenn da ein klares Ja kommt, ja, dann würde ich definitiv auf den Knopf drücken, weil es ist so eine Beschleunigung, mit dir, Shelja, zu arbeiten. Es ist einfach, man erspart sich enorm viele Umwege, viel Zeit, viel Geld und viele Nerven, weil mit der Unterstützung, mein Gott, ich hätte das nie erreicht. Mhm. Das ist einfach so eine enorme Rückendeckung und so eine professionelle Unterstützung. Da ist es wirklich einfach die Frage, will ich wachsen oder will ich nicht wachsen? Mhm. Ja, also so, ne? Und ich habe, es ist einfach so, auch so eine liebevolle Unterstützung, die es erleichtert, Mutsprünge zu machen. Mhm. Ja.
Ja, weil es gibt ja Mutsprünge zu tun, ne, wenn wir dann so einen Knopf drücken, wenn wir wachsen wollen. Und dann ist es wichtig, dass da auch jemand ist, der einen da auffängt, ne, und der einem Rückendeckung gibt und der einem Mut zuspricht, ja, an der richtigen Stelle. Und ja, da bist du einfach echt ja, die Richtige dafür, ne? Ja, genau. Ja, danke schön, Sabine. Das ist sehr, sehr, sehr nett gesagt. Und ja, das ist das Ding, ne? Weil eigentlich sind wir total sicher. Wir meinen nur, dass wir unsicher sind und dass dieser Mut ist, ja, ich weiß gar nicht, was das Wort dafür ist. Wenn wir total sicher sind, braucht es keinen Mut, aber wir denken, wir sind unsicher und dann meinen wir, Mut zu brauchen. Ne? Und dann, wenn wir hinschauen, dass wir vertrauen können und einfach spielen und mit Leichtigkeit Dinge machen und ausprobieren, das ist das Ding, das uns nach vorne gehen lässt. So schön. Ja. Wo Ah, findet. da, ja, genau, da wollte ich noch, also ich kann sagen, wir finden dann tausend und einen Grund, irgendwie, ich sage jetzt mal, nicht auf den Knopf zu drücken, ne? So, oder das nicht zu machen. Und ich kann einfach sagen, jetzt rückwirkend betrachtet, diese Unterstützung, oder ich hätte das eigentlich schon eher machen sollen, ne? Ist jetzt Quatsch zu sagen, aber Ja. ich bin so viel schneller an mein Ziel gekommen und aus, ja, genau, und ja, das kann ich einfach nur. Ja. Ja. Ja, ich denke, deine innere Weisheit, Sabine, hat sich genau zum richtigen Zeitpunkt gemeldet. Und diejenigen da draußen werden auch das spüren, ob das der richtige Zeitpunkt für sie ist. Ich bin nur mega dankbar über unsere Zusammenarbeit, die geschehen ist, die Zusammenarbeit, die noch kommt. Wir gucken, was die Zukunft noch bringt. Und ich möchte unbedingt, dass die Leute da draußen hören, wo können sie mehr über dich und deine Arbeit erfahren, deine wunderschöne Website, deine wunderschöne Webinare, Ausbildungswege einfach finden. Was ist deine Ja. URL? Ja, also meine Website, die heißt Raum für Bewusstsein und da findet mich jeder direkt. Und wenn du einfach neugierig bist und etwas mehr erfahren möchtest, dann ja, lade ich dich herzlich ein, in eins meiner Gratis-Webinare zu kommen. Da erzähle ich eine Menge und da gibt es einfach schon viele praktische Übungen und reichlich Mehrwert, den ich kostenlos gebe. Und ja, da bist du einfach herzlich eingeladen. Ja, genau. Ja. Schön. Also, Raum für Bewusstsein mit Sabine Sascha. Sabine, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch heute, für deine Zeit. Und wir Ja. verabschieden uns einfach an dieser Stelle von den Zuhörern und Zuschauerinnen. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao, ciao.